Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Flipping Death. Ja, der Final Showdown, wie habe ich es angeteasert, er kommt. Sprich, bam. Ach doch nicht. Ich dachte, das wäre ja schon. Excuse me, das war mein Fehler. Harold, I've come for you. Regan. I knew you'd never give up on us. This is for you, my love. Catch. Ja. Ich glaube, ich habe gerade was falsch gemacht. Excuse me. Ich gehe mal. Ja, das Spiel ist gerade abgeschmiert, glaube ich. Keine Ahnung. Passiert was? Passiert nichts? Okay. Ich habe sehr lange Ladesituationen. Also, er braucht sehr lange, um von A nach B zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist, ganz ehrlich gesagt. Ich mache jetzt einfach, wie gesagt, nochmal weiter. Ich hoffe, dass wir auch noch da stehen. Jetzt wird natürlich wieder sehr lange geladen. Ich weiß echt nicht, woran das jetzt gerade liegt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie daran liegt, dass ich jetzt zu schnell in Anführungszeichen realisiert habe. Okay, ich brech mal gleich sonst das hier ganz kurz ab, die Aufnahme. Come on, guys, let's all get some gently loved previously enjoyed bodies. Oh man, I love. Ach nö, ne? Ja, Leute. Ich bin dann mal ganz kurz dabei, das nochmal zu machen. Bis gleich. Oder auch nicht. Offensichtlich wurde der Stand gespeichert. Es ist halt nur noch angezeigt. Ich guck mal eben nach. Ich habe jetzt auch gerade keine... Harold, I've come for you. Ja, okay, es ist noch gespeichert. Huch, aber es sind... I knew you'd never give up on us. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Warum flüstere ich? Es ist doch gar nicht so. Ich bin so bescheuert. Okay. Ach, ich verstehe. My dear Regan, my love, not even death, dismemberment, possession and giant nightmare demons can keep our love apart. And this is much nicer than kissing a skeleton, which is what I was worried I'd have to do. Penny, what happened? Why am I here? Why are you... wait, why are you dying in my arms? Hey, I'm back from my moon vacation, fully rested and relaxed. Great sights, great restaurants, though I must admit they didn't have much of an atmosphere. Anyway, I'm so ready to start reaping souls from the living. Hey, boss, speaking of that, there's been a mistake. What? Yeah, turns out I didn't die after all. My body got possessed by the spirit of a long-dead woman, which kicked my spirit over here to the other side. But yeah, totally alive right now. For the moment at least. Also, I'm not a demon. I'm pretty sure I've gathered from context clues that only demons are supposed to be doing my job. Wait, I left a living human in charge of the afterlife? I left an alive person in charge of death? Oh, jeez, I could get fired for this. Hey, I won't tell if you won't. Now, if you could just send me back to the land of the living, quickly, hopefully. Thank you, Penny. Thank you. You've saved my skin. Metaphorically speaking, of course.
And it seems you've also done a lot of solving of other people's problems, too. See you never, Temp. Be gone! Penny! You're alive! I was terrified. I thought for a moment that you were... Ted? Nah. Besides, that's not scary, Elliot. People think of him as this force that stalks them throughout their lives, but it's not like that. Penny, I have no idea what you're talking about. I'll explain later. For now, come here, boyfriend. 3 Wochen später. 3 Wochen später? Fragezeichen? Reagan and Harold, they really did love each other, you know. I know. I miss them. Them and all the others. Yeah, it's a shame we won't see them tonight. And also ever again. I wouldn't be so sure, Elliot. After all, there's a reason we're having the housewarming party on Halloween. Ach ja, das Spiel ist so schön verschroben und bescheuert und lustig. And that was how, with the angel ghost she'd helped in her adventure, Penny managed to save not just the day. That was how Penny Doewood managed to save everyone. Harold and Reagan were reunited forever. Penny was restored to her body, and she and Elliot, and all the inhabitants of Flatwood Peaks, living and dead, lived and died happily ever after. The end. So, remember back at the beginning when I promised you you'd reach your own end soon enough? Well, here it is. Oh, you probably thought I was making some threats about you dying. But no, I was only talking about the end of this game. Well, how can I know if you're going to die or not? All I know, you're one of the few immortals that walk this earth, unable to die, passing the time by playing video games. And for that, I thank you. Please, tell me your secrets. Oh, and if you aren't one of those immortals, well, I thank you too. You shared some of your finite life with me. And when death does come for you, halt doch mal die remember, so, meine Güte. Egal, ich schlag da jetzt rein. Ich finde krass, wie viele Figuren gesprochen worden sind, meistens auch von einer Person allein nur. Regelrecht, ja, sag mal so eben hat man Gesicht. Man hat ja eben gesehen, 16 Personen oder so, oder 10 Personen, keine Ahnung, irgendwie so um die Menge, sprach eine Person nur. Das ist richtig krass. Richtig cooles Spiel. Also ich muss die Entwickler loben, ich muss die Spielemacher an sich loben, ich muss die Voice Actor loben, ich muss die 2D Art Director, sprich Art Designer loben, ich muss die Level Designer loben, ich alle samt von diesem Spiel. Und ich bin ganz ehrlich, ich hoffe so sehr, dass das Spiel sich hier noch mehr rumspricht, dass sich da noch mehr Leute dahinter setzen, sprich auch spielen, und ganz ehrlich, unterstützt die Entwickler. Ich sag nur so viel, es macht riesig Spaß. Und erst recht dieses Herumknobeln auch. Klar, ich habe jetzt mich ein bisschen gespoilert, indem ich nachgeguckt habe, wie ich denn jetzt da überhaupt mal weiterkomme, weil ich wäre sonst immer noch bei der Stelle, wo ich mit der Oma im Rollstuhl da ganz halt herumfahre oder halt versuche dann mit dem Jungen, der halt sich als Alien entpuppt hat, da herumende, dann wäre ich wahrscheinlich wieder zurück auf den Hacker / was halt ich was gegangen und hätte das versucht, da den Donut vielleicht anzuhacken, weil Polizist vielleicht Donut, ne? Ach ja, es ist halt, das Spiel ist so schön verschoben, man muss so um die Ecke denken, wie kein normaler Mensch denken würde oder sollte. Ach ja, und ich bin ganz ehrlich, I love it. Wenn ich normalerweise mache ich das ja nicht. Ich gebe eigentlich keine Bewertungen für Spiele. Aber wenn ich das Spiel hier bewerten müsste und auch möchte, daher ich das so feiere, ne? Dann ganz ehrlich würde ich dem Spiel, ach, sagen wir mal, eine 8,5
8,9 geben. Sprich, warum eine 8,9? Einfach, mir hat alles gefallen, bis auf diese Kleinigkeit, dass man halt wirklich diese Challenges hat, wo man einfach nicht wirklich direkt den Zusammenhang kapieren kann. Bei einigen konnte man sich zusammendichten, aber bei anderen ging es wiederum nicht. Ne? Ich sag mal so, ich kann mal gucken, Geisterkarten. Sprich, wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, von den Geisterkarten den Großteil fertig. Und ja, mir fehlt noch die hier. Die hier. 4, 5, ich zähle einfach nur auf 6, 7, 8, 9, 10. 10 heißt, oder? 6, 7, 8. 9, 10, doch. 10 Geisterkarten, betet wie. Ja, doch. Geisterkarten, steht ja auch drüber. Fehlen mir noch. Finde ich schade drum. Verstehe ich auch nicht so ganz. Aber man sieht immerhin hier, was wir alles gemacht haben. Und ganz ehrlich, in den letzten zwei habe ich es immerhin komplett geschafft. Hier fehlte mir eine. Hier fehlte mir nur eine. Hier fehlen mir ganze drei. Hier fehlen mir nur zwei. Und hier fehlen mir gerade. Klasse 3. Ich spreche da nicht gerne drüber, aber ich gehe jetzt nochmal ins erste Level. Aber ich bin der Meinung, dass ich im ersten Level nämlich was hatte, was ich halt ganz schnell hätte kapieren können. Sprich, eigentlich nicht wirklich schwer war. This was not the first time she'd been fired for. In her words, just trying to. Dass ich jetzt auch nochmal kurz zeige, was ich meine. So. Where am I? What happened? Ach ja, wir waren ja noch als Geist unterwegs. Das heißt, erstmal unsere Sprungskills auspacken. Hey, welcome to the party. Hey there, newbie. Don't. Ach ja. Ich brauche nämlich ganz kurz. You haven't fixed my problem. Hey, sorry to interrupt. They didn't give you any training at the temp office, did they? No. Throw. So. All right, you're not as completely useless as I'd feared. Thanks. It's time to possess a human. Possess? Like actual crawl? Ach ja, schnell mal eben das alles durchmachen. So. Man, I'm the best. You think a cell can hold? Man, what? Huh? Seems like you learn all sorts of useful things while mind reading, and less useful. Now, what happens if I push here? This is fun. So. Kill you with my mouth. Get in my mouth. All right, that's enough, Temp. I'm pretty sure I have a theme. Thank you. So. Ach ja. I have a theme. So that's how come nobody can escape death. This magic map. Ich bin etwas ungestüm, weil ich halt. Ich hätte mir, glaube ich, ein späteres Kapitel aussuchen sollen. So, mal sehen, wo ist denn. Hey! Thanks for the tip. Ahoy! Ahoy, mate. Okay, hier können wir noch nicht durch Wasser warten. Immerhin können wir das alles ganz schön machen. So. So, haben wir denn noch... Genau.
Punkte von meinen Rasen. Punte. Runter von meinen Rasen. Pixakalypse. Entschuldigung. Wem die Stunde schlägt, der Jazzmusiker zu hammeln und rasender Rentner. Ja, das sind so die Aufgaben, die wir halt hatten. Und ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen jetzt, weil ich davon nicht alles gemacht habe. So. 2. Hallo. Poke, man! You're not allowed to poke officers of the law! I mean, it's not assault, obviously. So, wir haben schon 3 gepokt. Ich poke weiter. While I still wield my sugar blasters! Have a nice poke! Hey, hands up! Stop! Yeah, so. So, jetzt muss ich noch mal gucken, gerade wo halt noch welche sind. Genau, eigentlich muss ich mit ihm tatsächlich rüberfahren mit dem Boot nachher. Von daher, ne? Aber jetzt versteht ihr halt im Groben auch, was ich halt so als Problem sehe. Keine Ahnung. Es ist halt nicht wirklich. Es liegt nicht im Möglichen, alles sofort zu wissen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und vorher auch alles unter Kontrolle zu haben, sag ich mal. Das ist die Frage. Ich kann ja jetzt doch irgendwie durchs Wasser. War doch irgendwie so. Nein, kann ich nicht, genau. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen musste. Ich muss nämlich gar nicht, Ah, stimmt, warte, ein Polizeiauto kann ich ja einfach nicht nehmen, ne? Und für den brauche ich das. Mit anderen Worten, ich bin wieder aufgeschmissen. Und das funktioniert auch noch nicht. That ghosty hand just moved it to the other side. Neat.
Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ach ja, da war ja was. Und da habe ich auch eben den Hinweis gekriegt, dass ich im Pausemenü Hinweise kriege. Auch noch so eine schöne Sache, die man halt so parallel kriegt. Holy my cuspids, this rocks! Yet! I knew this is how it was going to end. No! So, und das ist auch das wieder, was ich auch noch meinte, dieses verschoben Denken. Halt mit dem, von wegen, dass man hier für den Bohrer braucht, von dem Zahnarzt. Währenddessen in den Wäldern. Ta, Mother. We're off to get. So, das hatten wir ja schon. So. Wenn die Stunde schlägt. So. Ich beeile mich hier gerade extra schon, weil eigentlich ist das Spiel schon zu Ende. Ich mache hier wieder unnützerweise Überstunden quasi. What is our deal, Tom? Hey, take my boat. Go investigate the husband's house up in the forest. Something fishy is going on there. So. Jetzt habe ich auch noch mal welche zum Poken. Deswegen suche ich hier mal eben den Poke-Heini. Nein, der ist es nicht. Da ist er. I am the best at poking. Urge to poke. Rising. Oh. Interessant, er bleibt in der Luft stehen, wenn man pokt. Ich poke jetzt hier nur mal eben. Zwei. Hi. So. Hi. Somit haben wir schon 7. Jetzt mit dem hier gleich 8. Achtung. Oh Mann. Dann schippen wir darüber, haben wir dann 10. Weil halt Menschen da sind. Yes, yes, you're on the right. But it's urge to poke. Rising. Oder auch nicht. Think a cell can hold me. You think I call myself the Poke Man? So, Moment ganz kurz. I cannot believe. Huch, Entschuldigung. So. Jetzt übernehme ich den hier noch. This is actually really dangerous. Apparently over here is the best place to be. Ach so, dann finden wir hier da auch noch den Punkt. Okay. Finde ich interessant. Oh man, this freaking guy! He creeps me the heck out! I'm not going there!
Und auch das überspringe ich mal ganz kurz. This is why I like to cut down trees before they can turn into boards. Because then this happens. Und auch das überspringe ich ganz kurz. So. Fear, urge to poke. Stop it! Rising. The only person who gets in here is my son George. And whoever his current wife is too, I guess, but that's it! Und der da oben, da komme ich noch ran. Moment. Ich musste nur kurz überlegen. Den. Hier. Nein, noch nicht. Jetzt! Ja! Somit habe ich ihn gepokt und kriege eine weitere Karte. Bob Dahlbear. 1972 bis Fragezeichen. Nach einer kurzen Karriere als Boxer fand Barbs lebenslange Obsession damit, andere Leute die Zähne zu entfernen, endlich ein geeignetes Ventil, nämlich in der Arbeit als Zahnarzt. Sein dabei wertvollster Besitz hütet der Doktor wie ein Augapfel, einen Hightech-Zahnbohrer, den er mithilfe von Schwarzmarkt-Gadgets bis an die Grenze der Legalität verbessert hat. Nun ist das Gerät so leistungsstark, dass es sich sogar durch Metall bohrt. Was zwar völlig unnötig, aber zugegebenermaßen recht cool ist. Ja. Das mit der Jazzmusik haben wir schon gehabt. Grund davon mein Rasen ist halt eine andere Frage. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. All the houses to creep up to. You choose the one protected. And don't try asking. Das Einzige, was ich mir denken kann, ist... Moment. Ja, doch. Es ist doch das, was ich denke. Und somit habe ich auch diese Karte. Biff, 1989 bis Fragezeichen. Biff setzt der unbarmherzigen Natur mit Vorliebe sein Geschäft, geschärften Verstand entgegen, was sich zumeist im mannischen Fan von Bäumen niederschlägt. Abgesehen von den Holzfällerei hegt er jedoch eine heimliche Vorliebe Liebesromane. Er schämt sich ungemein für diese Interesse, doch das sollte er gar nicht. Wir alle lieben doch unterschiedliche Dinge und sein ungewöhnlicher Geschmack hebt ihn doch ohnehin aus der breiten Masse hervor. Ja. Rasender Rentner, weiß ich nicht, ob ich das schon hatte. Aber ich glaube, das war jetzt das, was mir noch fehlte, tatsächlich. Ansonsten... Ach ja. Ich konnte mich noch nicht teleportieren, ne? Ach doch! Ach, ich bin ja so blöd. Leertaste, ich drücke ganze Zeit E, weil ich übernehmen will schon. Rasender Rentner, das hatte irgendwas mit der Oma zu tun. Das heißt, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Gut. Mal geguckt. This is nuts. Oder auch nicht. Ah, ich werde es jetzt gleich sehen. I could eat infinity of these if I wanted to.
Master! I'm probably the best person at eating ice cream in the world. I looked into it. Yeah! Yeah! Könnte das vielleicht funktionieren? Moment. Wenn ich mir jetzt hier hinstelle. Gut, ich habe keine Ahnung, in welchen Zusammenhang das steht, aber es ist lustig. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Hauptmenü. Ich habe sowieso jetzt schon über die Zeit, die ich eigentlich haben wollte und brauchte. Ich weiß halt auch nicht, warum das vorhin so einen komischen Ladeprozess gemacht hat, dass es halt auch alles geruckelt hat. Aber jetzt gehe ich nochmal in die Kapitelauswahl und ich sehe, ich habe hier halt immer noch eine Karte. Das ist halt wirklich dann die rasende Rentnerkarte wahrscheinlich. Dafür habe ich aber zwei andere gesammelt. Und so geht es halt. Man kann ja dann die Level nochmal durchspielen, kann sich dann die Geisterkarten holen. Und man siehe dann, Moment, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. 8 Karten fehlen mir jetzt dementsprechend auch nur noch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich privat für mich selber noch die 8 letzten Karten zusammensammeln, die euch dann eventuell nochmal reinschneiden irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Man muss mal gucken, weil ich weiß halt echt nicht, wie ich das schaffen möchte. Und ansonsten würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Projekt, was auch immer ich jetzt zu diesem Zeitraum da mache, wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.